Hallo und willkommen zur Februar-Ausgabe von Go Queer. In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem um das Outing von 185 queeren Künstlerinnen, Österreich, das unnötige OPs an intergeschlechtlichen Kindern verbieten möchte, sowie dem ersten offen schwulen US-Minister. Robert wird euch heute die Filme Are We Lost Forever und Puls Schlag gegen die Freiheit sowie die Serien Love, Victor und Years and Years vorstellen. Viel Spaß! In der ersten Nachricht geht es um queere Künstlerinnen, die gemeinsam eine Debatte anstoßen wollen. Insgesamt 185 queere KünstlerInnen setzen sich für mehr Diversität ein. Im Magazin der Süddeutschen Zeitung treten sie gemeinsam an die Öffentlichkeit. Viele haben sich in dem Artikel das erste Mal als schwul, lesbisch, bisexuell, queer, nicht-binär oder trans geoutet. Die eigene Identität wurde oft geheim gehalten, weil berufliche Konsequenzen gefürchtet wurden und vielen auch dazu geraten wurde, die eigene Identität zu verheimlichen. Lesbische Schauspielerinnen fürchten zum Beispiel wegen fehlender Anziehung zu Männern nicht mehr besetzt zu werden. Da sage ich nur Respekt. So ein riesengroßes Acting-out ist nicht selbstverständlich. Ich meine, wie krass ist das denn, wenn queere Menschen fürchten, aus für Männer begehrenswerte Frauenrollen herauszufallen oder nicht einmal eine Mutter spielen dürfen? Hat man jetzt für Spock auch einen echten Vulkanier ausfindig gemacht? Und hat man für The 100 wirklich Menschen 100 Jahre lang im All kreisen lassen? Und wie bekommt man eigentlich eine echte Seeschnecke dazu, authentisch zu machen? Österreich will künftig unnötige Operationen an intergeschlechtlichen Kindern verbieten. Die ursprünglich angedachte Ausbreitung von Antidiskriminierungsregelungen von queeren Menschen wurde eigentlich tatsächlich abgelehnt, aber die Situation für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche könnte sich doch bald verbessern. Unnötige Operationen, die medizinisch nicht notwendig oder einvernehmlich sind, sollen künftig in Österreich verboten werden. Die Betroffenen wären mit diesen Operationen an eine binäre Form angeglichen worden, was in den meisten Fällen von Intergeschlechtlichkeit gar nicht notwendig ist. Die vermeintliche Angleichung sorgt außerdem bei intergeschlechtlichen Menschen für Probleme, da sie sich dem binär angepassten Geschlecht oftmals gar nicht zugehörig fühlen. Das ist doch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dabei muss man, gerade wenn es um den Schritt von Menschen geht, sehr sensibel sein. Weil da nämlich auch viel mehr hängt, also dran hängt, als nur Biologie. Einige Deppen definieren nämlich gleich noch soziale Rolle und Berufschancen und Flirtpotenzial rein. Apropos, als ich letztens gehört habe, dass Intimrasuren immer noch voll im Trend liegen, habe ich erstmal gestutzt. Bleiben wir doch gleich noch in Österreich, denn dort gibt es leider kaum Fortschritte für Menschenrechte von queeren Personen. International Lesbian and Gay Association oder ILGA kritisiert nicht nur den fehlenden Diskriminierungsschutz von queeren Menschen, sondern auch das fehlende Verbot von unnötigen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern und den fehlenden freien Zugang zu Geschlechtseintragsänderungen von Transpersonen. Auch die Situation von queeren Geflüchteten hat sich die letzten Jahre nicht wirklich verbessert. Das schaut allerdings ein bisschen anders aus in Amerika, denn dort wurde der erste offen schwule US-Minister nominiert. Joe Biden, der mittlerweile der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist, hat nämlich diverse PolitikerInnen als MinisterInnen nominiert. Unter anderem Pete Buttigieg wurde als Verkehrsminister nominiert und wäre damit der erste offen schwule US-Minister. Doch nicht nur Buttigieg wurde von Biden als Minister nominiert, sondern auch Rachel Levine wurde als Staatssekretärin nominiert. Rachel Levine ist momentan noch Gesundheitsministerin in Pennsylvania und soll künftig das Gesundheitsministerium in Washington D.C. übernehmen und ist damit die erste geoutete Transfrau, die den Ministerinnenposten übernehmen würde. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich meine, das machen die doch mit Absicht. Die Meldung sprießt nur so von Vorurteilen. Ganz im Ernst, der erste offen schwule Spitzenpolitiker heißt ausgerechnet Buttigieg und er übernimmt auch noch prompt das Verkehrsministerium? Aber im Ernst, es ist definitiv ein wichtiges Zeichen und er ist auch seines
seiner Vorbildwirkung bewusst. Er selbst erzählte nämlich in einem Interview, wie er in der Highschool mal mitbekam, dass Präsident Clinton damals einen Botschafter nominierte, der im Senat wirklich keine Chance hatte, auch nur eine Stimme zu erhalten, weil er nämlich schwul war. Und Buttigieg hat das als Zeichen empfunden, wie queeren Menschen tatsächlich verwehrt wird, dazuzugehören. Und er hofft nun mit seinem Amt ein gegenteiliges und auch besseres Zeichen zu setzen. Also keep it up, Pete. Neuigkeiten gibt es auch noch aus San Francisco, denn dort werden nach 40 Jahren endlich wieder Gay-Saunen erlaubt. Die Badehäuser und Lokale, die 1984 im Rahmen der AIDS-Krise geschlossen wurden, werden jetzt langsam wieder geöffnet. Ziel der Schließung war es damals, die Verbreitung von HIV zurückzudrängen. Die Sexclubs werden jedoch unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Kondome und Gleitgel müssen in jeder Kabine bereitgestellt und HIV-Informationen in Englisch, Spanisch, Chinesisch und Tagalog sichtbar ausgelegt werden. Alkoholkonsum ist außerdem verboten und sollten Besucher betrunken sein oder unter Drogeneinfluss stehen, wird ihnen der Einlass verwehrt. So zumindest die Theorie. Wow, das Verbot ist echt noch aus der AIDS-Ära der 80er Jahre. Das ist schon wirklich lange her. Und man durfte öffentlichen Sex dann nur noch unter Aufsicht haben? Das hat sich keine Fetischbar zunutze gemacht. Also nicht, dass ich darauf stehen würde, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest zuhauf Voyeure dann die Tür eingerannt hätten. Na gut, aber die aktuellen Auflagen sind immerhin auch gut für die HIV-Prävention. Und damit trotzdem Hands and Thumbs up für ja, den Wechsel und den Schritt. Und ich meine, San Francisco klingt nicht so schlecht. Wer hat Lust auf einen Trip dahin, wenn wir wieder dürfen? Bleiben wir doch mal beim Thema Urlaub und gehen deswegen in die Türkei. Dort gibt es nämlich seit den letzten Wochen Studierendenproteste gegen den neuen Direktor Melih Bulu, der konservativ-islamischen AKP nahesteht. Knapp 160 Demonstrierende wurden verhaftet, auch wurden Personen in Polizeigewahrsam genommen oder es wurde Hausarrest gegen sie verhängt. Präsident Erdogan jedoch behauptete in seiner Rede, dass die Protestierenden Mitglieder einer Terrororganisation seien. Die besäßen keine nationalen oder moralischen Werte der Türkei. Ebenso gäbe es in der Türkei keine queeren Personen. Die queere Bewegung der Türkei sei außerdem für Vandalismus verantwortlich. Wer? Erdogan? Was soll der sein? Türkischer Präsident? Nie gehört. Also erzählt doch keinen Schwachsinn, den gibt's doch gar nicht. Kommen wir nun zu einem Sportevent der Superlative. München hat es unter die drei Finalisten der Gay Games 2026 geschafft. Ebenso qualifiziert haben sich die mexikanische Metropole Guadalajara und die spanische Großstadt Valencia. Ausgeschieden sind leider unter anderem Oakland, San Diego und Taipei. Die Siegerstadt soll am 10. November in Hongkong bekannt gegeben werden. Unterstützung hat die Bewerbung aus der Sportwelt, der politischen Welt in Bayern und der LGBTQ-Community in München bekommen. Der FC Bayern München und der VfB-Sportvorstand Thomas Hitzelberger haben ihre Unterstützung für München 2026 zugesichert. Übrigens haben sich sämtliche Politiker in München positiv zu dieser Entscheidung ausgesprochen, bis auf die AfD natürlich. Aber ja, keine Ahnung, was die dort wieder herummosert. Die hat sich nämlich bis 2026 sowieso selbst komplett zerlegt und existiert dann nicht mehr. Träumen. Egal, wer hat in 5 Jahren eigentlich noch Zeit? Ich meine, wollen wir schon mal die ersten Fahrgemeinschaften organisieren? Bleiben wir doch gleich noch bei der Fußballwelt, denn der DFB hat eine Kompetenzstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Fußball eingerichtet. Seit Januar 2021 gibt es eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und das ganze Projekt ist vorerst auf 18 Monate beschränkt. Durchgeführt wird das Ganze von Christian Rudolph, der diese Funktion bereits im Berliner Landesverband des Fußballbundes ausübt. Ziel ist es, die Fußballwelt etwas offener und toleranter zu gestalten. Und das ist wichtig, denn zum Beispiel 20 von insgesamt 21 SpielerInnen, die den Geschlechtseintrag divers haben, haben aktuell keine Spielberechtigung. Tanzstelle. So. Das wäre jetzt nach Steuerhinterziehungen, Corona-Herunterspielen und Maskenpannen, Bestechungsskandalen und falsch bedruckten Trikots also das erste Mal, dass Kompetenz beim DFB Einzug erhält. Und die kommt von uns Queers. Ich bin so stolz. Genauso stolz,
wie ich auch auf Viktor bin, der unter immer weiteren widrigen Umständen um sein Coming-out kämpft. Und damit kommen wir zu den GOG4-Tipps. Die Serie Love, Victor gibt es in der englischen Originalfassung bereits seit letztem Sommer auf der Streaming-Plattform Hulu zu sehen. Die Geschichte um den 15-jährigen Victor zeichnete bereits in der ersten Woche einen so großen Erfolg, dass eine zweite Staffel schon in Planung ist. Die 10 Folgen der ersten Staffel strahlt Disney Plus auf seinem neuen Kanal Star nun endlich auch in deutscher Fassung aus. Im Mittelpunkt der Internet-Erfolgsserie steht der junge Victor, der mit seiner Familie gerade erst von Texas in den amerikanischen Bundesstaat Georgia nach Atlanta gezogen ist. Dort versucht er sich an seiner neuen Schule, der Creekwood High School, zurechtzufinden. Spätestens hier wird es bei dem einen oder anderen klingeln. Und das ist nicht die Schulglocke. Es handelt sich bei dem Serienkosmos nämlich um genau die gleiche fiktive Welt wie im Film Love, Simon, der als Vorlage für die Serie diente. Love, Victor ist aber alles andere als der billige Abklatsch eines queeren Filmerfolgs. Die Serie zeigt nachdrücklich, dass Simons Schicksal aus dem Film kein Einzelfall ist. Er ist nicht der einzige schwule Jugendliche aus seiner Schule und er ist auch garantiert nicht der typische schwule Junge, denn die Geschichte von Victor und Simon unterscheiden sich zumindest in Teilen. Viel stärker als im Film steht in der Serie das Coming-out des Protagonisten im Mittelpunkt. Victor ist sich noch überhaupt nicht sicher, ob er wirklich schwul ist. Diese Erkenntnis reift in ihm erst im Laufe der Serie heran. Bis dahin hat er eine kurvenreiche Identitätsfindung hinter sich zu bringen. Diese Suche nach sich selbst kommt im Format einer Serie ganz besonders gut zur Geltung. Mit dem Streaming auf einem Kanal von Disney Plus erreicht Love, Victor ein äußerst breites Publikum, das sich mit queeren Thematiken womöglich noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Die Serie erreicht aber natürlich auch solche jungen Menschen, die in einer ähnlichen Lage wie Victor stecken. Hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen, eingeengt in einer Welt, in der für sie oftmals kein Platz zu sein scheint. Sie sind verunsichert von einer noch vorherrschenden gesellschaftlichen Realität, die ihnen vorschreiben will, was normal ist und was nicht. Es ist daher sehr wichtig, dass Serien wie Love, Victor durch Marken wie Disney Plus in den Mainstream eingebunden werden. Denn nur so werden Geschichten wie die von Victor auch für Menschen sichtbar, die eigentlich lieber wegsehen wollen. Lieber Sim, wir kennen uns nicht. Meine Familie ist gerade erst nach Atlanta gezogen. Ich habe mich gefreut, neu anfangen zu können. Ich dachte, ich könnte endlich ich selbst sein oder wenigstens herausfinden, wer das eigentlich ist. An der neuen Schule kannst du sein, wer du willst. Hi, ich bin Mia. Gibt's ein Mädchen in deinem Leben? Nope, in Texas wartet kein Mädchen. Meine Geschichte ist verwirrend. Manche Jungs stehen auf Jungs. Manche Jungs stehen auf Mädchen. Manche Jungs stehen auf beides. Ich weiß noch nicht, auf was ich stehe. Du kannst dich glücklich schätzen, Simon, weil du die verständnisvollsten Eltern der Welt hast und Freunde, die immer zu dir halten. Für viele von uns ist das nicht so leicht. Ich bin noch nicht so weit, mich Fremden gegenüber zu öffnen. Ich bete für alle in dieser Familie. Ist alles okay zwischen dir und Dad? Verheiratet zu sein ist nicht einfach, nicht mal in einer guten Ehe. Um dich muss ich mir keine Sorgen machen. Ich hab wirklich Schiss, dass ich hier nicht reinpasse. Du findest schon Freunde. Männer küssen Männer. Das ist nicht mehr die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Nächstes Jahr wird das Jahr, in dem ich endlich herausfinde, was ich will. Alles Liebe, Victor. Wer von euch hat schon eine Trennung durchlebt und mit der Frage gekämpft, sind wir wirklich für immer verloren? Ihr kennt vielleicht auch die Kämpfe, die man mit sich selbst durchmacht. Ist es die richtige Entscheidung? Kann es wirklich nicht mehr weitergehen? Oder steht mir hier nur mein eigener Stolz im Weg? Bin ich zu wenig kompromissbereit? Also, wann zieht man den Schlussstrich? Der gleichnamige Film Are We Lost Forever nimmt sich diese Fragen und Gedanken zum Hauptthema. Hampus und Adrian kommen schon seit einiger Zeit nicht mehr miteinander klar. Immer mehr Meinungsverschiedenheiten haben sich angehäuft, Vorwürfe liegen auch stetig in der Luft.
da ist es die logische Konsequenz, eine Trennung oder eine Trennung in Erwägung zu ziehen. Der Film beleuchtet dabei bis ins kleinste Detail die verschiedenen Phasen des Trennungsprozesses. Von den Vorwürfen im Beziehungsalltag über das erste Aussprechen des Trennungsgedankens, die Zweifel, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, immer wieder kurzzeitiges Zusammenraufen, der Schockmoment des Auszugs, ein Wiedertreffen und nochmal gemeinsam ausgehen, der unerträgliche Zustand, wenn der andere plötzlich wen Neues hat und so weiter. Sowohl Hampus als auch Adrian haben ihre Macken und Fehler. Es gibt also kein Schwarz und Weiß und man hat es als Zuschauer wirklich schwer, eine Seite zu wählen. Unerträglich wirkt zudem das dauerhafte Hin und Her. Mal stehen alle Zeichen auf Trennung, dann versuchen sie es doch nochmal miteinander oder fragen sich zumindest, ob sie ohne den anderen überhaupt leben können. Es ist ein sehr langer Trennungsprozess und der Film ist so sehr authentisch angelegt, dass er jede Wendung mitnimmt. Man könnte sagen, wir haben es mit einer Trennung in Spielfilmlänge zu tun. Das ist zugegeben nicht jedermanns Geschmack. Wer sich allerdings in Studien zum Trennungsprozess verlieren möchte oder sich nur vergewissern will, dass es bei anderen auch mal suboptimal und sehr kompliziert ablaufen kann, kann sich den Film in der Online-Queerfilmnacht im März anschauen. Und hier ist der Trailer. Gut. Ich zweifle das nie für das dann. Das tue ich all die Jahre. Wer schafft das Tag? Du har den Weg på något fotojobb till LA. Då kunde han inte vänta. Så efter 3 veckor så knackade det på dörren till mitt hotellrum. Ja, men det verkar ju funka för när vi kom hem sen så flyttade vi ihop nästan direkt. Så du kan inte ens säga det längre. Jag är ledsen. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar dig. Men det finns inte längre. Jag tänkte mer som att vi bara hade en dipp eller något. Jag är inte intresserad av att träffa någon nya. Ja, du behöver inte träffa någon ny för att hitta en ny pojkvän. Ja, det ska bara ha lite kul. Jag har träffat någon. En ny kille. Jag vill tillbaka min säng. Du, jag får prata om någon annan då. Vi måste faktiskt sova här nu. Vår säng! Vår säng! Jag kommer bara hit för att se om det fanns något kvar. Jag kommer att se att allt är borta. Jag är inte blind. Jag fattar. Jag älskar dig, Hampus. Jag kommer alltid göra det. Wow, vilken story. Det låter som den bästa romcomen ju. Den 12. juni 2016 wurden im Nachtclub Pulse in Orlando, Florida, bei einem Attentat 49 Menschen getötet und 53 verletzt. Circa 320 Menschen waren an dem Abend im Club feiern. Dabei richtete sich das Attentat gezielt gegen queere Menschen, denn das 2004 gegründete Pulse mit 3 Dancefloors wandte sich unter anderem auch mit monatlichen Infoveranstaltungen gezielt an die LGBTI-Community. Der Anschlag wird als der tödlichste terroristische Akt nach den Anschlägen des 11. September 2001 gewertet. So unerträglich es ist, dieses Geschehen noch einmal durchleben zu müssen, ist es andererseits wichtig, dass die Schrecklichkeit der Tat, das Leid der Menschen und ihr Andenken nicht in Vergessenheit geraten. Aus dem Grund kam 2019 der Film Pulse – Schlag gegen die Freiheit heraus, den es nun auf DVD und Video on Demand zu sehen gibt. Wir verfolgen den Abend von Ricky und seinem Liebhaber Raoul und erleben die Schrecken des Attentats von Orlando noch einmal hautnah mit. Doch der Film ist nicht nur eine Dokumentation des Attentats, sondern verknüpft mehrere verschiedene Formen von Gewaltakten und fasst so zusammen, wie derart tiefe Einschnitte das Leben ganz gewöhnlicher Menschen von einem auf den anderen Moment grundlegend verändern. So wird gezeigt, wie die Englischlehrerin Elena, die selbst Opfer häuslicher Gewalt ist, bei einer Nachhilfestunde eine eskalierende Situation erlebt. Es kommt noch schlimmer, als an ihrer Schule ein Terrorakt verübt wird. Adele und Mathilde führen eine heiße Affäre und kämpfen mit den Umständen, dass Adele mit ihrem gefühlskalten Ehemann nicht mehr klarkommt. Daher wollen sie sich mit einem Konzertbesuch im Bataclan ablenken. Ihr ahnt es schon, auch hier nimmt der Terror seinen Lauf.
Der Film ist also nichts für schwache Nerven und birgt reichlich Triggergefahr. Aber wie eingangs erwähnt, ist es wichtig, nicht zu vergessen und immer wieder hervorzuheben, welche fatalen Auswirkungen solch ein Terroranschlag hat. C'est ce que tu penses, peut-être qu'elle te dit pas toute la vérité aussi. Ouais, enfin, peut-être que j'ai peut-être pas envie de savoir. Daniel, toutes les femmes ont leurs secrets, toutes. Et les hommes? Est-ce que deux personnes qui sont belles, qui font un enfant, c'est ça la beauté? La beauté de la biologie? Monogamy makes people miserable. Why do we do it? Animals don't do it. Hay veces que uno está en una parte y tu pareja no está ahí. L'amour, c'est être enchaîné. Si tu ne l'as jamais attaché, bah, comment tu veux savoir ce que c'est d'être libre? C'est quoi le temps? Le temps. Le temps, c'est comme ça qu'on mesure l'amour. Le temps, c'est défini par les grands moments. Premier amour, premier baiser, premier boulot. Allez, au temps. Au temps. Lucky, don't shut up. I don't want you to go now like this. And get a new fucking job, huh? You think those factories are coming back? You think they're fucking coming back? They're not. And neither am I. Je n'ai pas envie d'aller à cette putain de soirée et à ce putain de concert de merde. Je sens que j'ai passé une soirée là. Non, François, c'est juste une soirée. C'est comme toutes les autres. François. Qu'est-ce qui se passe? I'm trying to stay on the line, please. He's coming in here next. Is there a way out? No, we're in a classroom. There's no way out. Il nous tue, bien sûr! S'il vous plaît. Our thoughts and prayers are not enough. Years and Years ist eine Fernsehserie um die fiktiven politischen Entwicklungen in Großbritannien. Und ich kann auch gleich vorwegnehmen, es handelt sich hier um eine Dystopie. Jede Folge beschreibt die Ereignisse genau eines Jahres im Land, sodass man ab dem Jahr 2023 Jahr um Jahr zusieht, wie sich das Land und die Gesellschaft verändern. Im Detail haben wir es mit der Familie Lyons zu tun, beispielsweise Daniel, der bald seinen Lebensgefährten Ralph heiraten möchte. Oder auch Daniels Bruder Stephen und seine Frau Celeste, die sich Sorgen um ihre beiden Töchter machen. Die erste Folge bildet allerdings noch eine Ausnahme. Sie beginnt bereits im Jahr 2019. Die bekannte Geschäftsfrau Vivian Hook, die eine politische Karriere anstrebt, äußert in einer Talkshow zweifelhafte Argumente. So ist ihr der Nahostkonflikt beispielsweise scheißegal. Und sie schlägt auch einen IQ-Test für Wähler vor. Außerdem bekommt die junge Rosie Lyons einen unehelichen Sohn und das Leben der Familie Lyons wird bei einer Familienfeier auf den Kopf gestellt. Anschließend springt die Folge in das Jahr 2023, von wo an die Ereignisse ihren Lauf nehmen. Erschienen ist die Serie bereits 2020 und unsere Zukunft sieht bereits jetzt schon anders aus, als die der Serie, was diesem einen Jahr Versatz geschuldet ist. Aber die gesellschaftlichen Bedingungen sind die gleichen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass unsere Welt ab 2023 nicht doch noch diese Richtung einschlagen könnte. Und ich sage euch, die ist erschreckend. Allein dafür lohnt es sich, Years and Years anzusehen und zu hoffen, dass die Menschheit die Fehler dort nicht macht. Nervenkitzel ist auf jeden Fall garantiert, denn die Serie ist sehr gut und sehr realistisch gestaltet. Zu sehen ist sie unter anderem bis 13. März kostenlos in der ZDF-Mediathek. Ich verstehe diese Welt einfach nicht mehr. Wenn es um Israel und Palästina geht, dann ist mir das scheißegal. Gott, sie ist ein Monster. Ich finde sie klasse. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit gehört. Ist das die Zukunft? Es wäre was anderes, hungernde Kinder einzulassen. Aber doch keine Ukrainer. Das ist ein Albtraum. Die Bank ist pleite. Wir sind komplett am Arsch. Zu welchem Preis? Wir sagen immer wieder, wir haben noch 10 Jahre Zeit, um den Klimawandel zu stoppen. Es ist zu spät. Mit jedem Tag dem Abgrund näher. Sie behandeln uns wie Algorithmen, während sie weiterhin die Luft vergiften und die Temperaturen und den Regen. In was für einer Welt leben wir nur? Ich verspreche euch frei
Freiheit. Es ist näher, als du denkst. Sind Sie auf meiner Seite? Das ist die Welt, die wir erschaffen haben. Years and Years. Danke, Robert, für die spannenden Tipps. Years and Years und Love, Victor stehen jetzt definitiv auf meiner Watchlist. Das war's tatsächlich auch schon für die heutige Episode von Go Queer. Wir sehen uns das nächste Mal im März für eine neue Episode. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge viel Spaß bereitet hat und hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!